können Sie nachher am Schluss der Veranstaltung auch nochmal herbeirufen, dann spielen Sie noch einen Gig nach dem Incredible Herrengedeck. Ich hab's gelernt, Herrengedeck. Gut. Es lohnt sich mal irgendwann, die Rede von Frau Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu lesen. Das hat sie nämlich das größte Problem, das wir in Europa eigentlich haben, dass wir 50% der Sozialausgaben der Welt hier in Europa aufbringen. Das muss geändert werden. Was Merkel will, ist die Unterwerfung der Politik unter die Konzerne. Und das hat sie verkleidet in den Worten: Wir wollen die marktgerechte Demokratie. Wir sagen, Unterwerfung, Abschaffung von Demokratie kann man nicht als marktkonforme Demokratie bezeichnen. Das ist marktkonforme Demokratur. Und deshalb mobilisieren wir hier, wie im Kampf gegen die Atomkraft, wie im Kampf gegen Stuttgart 21 und sogar wie damals in der legendären Protestzeit gegen den NATO-Doppelbeschluss. Und genau wie damals haben wir jetzt auch wieder starke Künstler an unserer Seite, die heute hier sind und die auf den 14 Touren durch Deutschland der Kultur stoppt TTIP dabei waren. Da war Konstantin Wecker dabei. Da war Oran Priol dabei. Die drei tollen Leute, die wir hier heute haben. Und in diesem Zusammenhang auch ein ganz wichtiger Satz, was mir ein Anliegen ist. Keiner von Ihnen nimmt die Garage. Und Marc Köckling hat uns sogar die Miete für diesen Saal gestellt. Nicht nur Danke für, sondern wir spüren die gedankliche Stärke hier. TTIP und andere Freihandelsabkommen gehen ganz tief in unser Leben ein. Sie greifen überall ein, nicht nur die Staatspolitik, nicht nur die Landespolitik, sogar in den Kommunen werden wir es merken. Und wir haben jetzt eben als Attack gesagt, wir machen eine Kultur gegen TTIP und wollen dabei vor allem fokussieren, welche Auswirkungen das auf Schulen, auf Universitäten, auf den Buchhandel und vieles andere mehr hat, wo man im Moment gar nicht dran denkt, unter dem Motto, das ist doch gar keine Ware. Und dazu sind wir eine tolle Koalition eingegangen mit dem Deutschen Kulturrat und ich freue mich sehr, dass wir heute den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates zum ersten Mal bei einer Attack-Veranstaltung auf dieser Tour dabei haben. Ganz notartiges Glück mit uns. Wir sind natürlich wahnsinnig stolz und sind uns wieder stark gemacht. Was haben Sie gegen ein Freihandelsabkommen? Wo ist die deutsche Kultur betroffen? Erstmal gleich noch eine Vorbemerkung. Also, das ist wirklich toll, dass ich heute hier sein darf. Es hat noch nie ein solches Bündnis gegeben. Das ist also eine wirkliche Premiere. Ich freue mich darüber sehr. Aus zwei Gründen ganz besonders. Einmal muss ich Anno sagen, ich bin in Limburg geboren. Was ich wichtig finde, das auch mal zu sagen, weil bis vor kurzem wusste niemand, wo Limburg liegt. Die wenigsten von Ihnen, na, manche sind vielleicht mit der Autobahn oben drüber gefahren, über die Stadt. Und ich sage das deshalb, weil in jedem Mist auch etwas Positives liegen kann. Und Herbert von Els hat Limburg in eine tiefe Krise gestürzt, aber gleichzeitig kennt nicht jeder Limburg. Das ist, finde ich, toll. Und wir haben die Situation, dass mittlerweile am Tag 12 bis 20 Reisebusse nach Limburg kommen und sich den Domberg anschauen. Das heißt, wir haben Ökonomie und jetzt, wenn ich jetzt zum TTIP komme, das ist totaler Mist. Mir fällt nichts Positives eigentlich zum TTIP ein, mit einer Ausnahme, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Klasse, schön gesagt. Und was ist die Realität von Limburg angeht, dafür braucht ihr nicht mehr in die Bundesliga auszuscheiden, ne? Nee, Limburg wird nicht, also das geht gar nicht. Also Limburg kann nicht in die Bundesliga aufsteigen. Aber jetzt will ich versuchen, das wirklich ernst, die Frage zu beantworten, weil es ja eine ganz wichtige Frage ist. Warum haben wir eigentlich was gegen das Freihandelsabkommen? Wir haben nichts dagegen, weil wir nicht
mit den Vereinigten Staaten von Amerika Handel treiben wollen. Der Kulturbereich ist ein internationaler Bereich und selbstverständlich handeln wir auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das, was TTIP will, ist was vollkommen anderes. Da geht es nicht um die Frage, wie wir leichter Handel miteinander treiben. Es gibt überhaupt keine Zollschranken mehr, zumindest im Kulturbereich nicht zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, sondern es geht darum, ob die Vielfalt an Kultur in der Zukunft überhaupt noch möglich ist. Und wir haben in Europa, auch in Deutschland, uns bestimmte Strukturen geschaffen, die diese Vielfalt ermöglichen. Ich will das mal ein Beispiel sagen, das Sie sicherlich alle schon mal mitbekommen haben. Manche werden auch sagen, warum ist das denn so? Es gibt die Buchpreisbindung in Deutschland. Das heißt, jedes Buch, was Sie in Deutschland kaufen, kostet gleich viel, ob Sie es bei der kleinen Buchhandlung an der Ecke kaufen oder ob Sie es bei Amazon kaufen. Obwohl die natürlich mit ganz unterschiedlichen Einkaufsmargen arbeiten können. Amazon kann gleich 1000 Exemplare beim Verlag abkaufen, bekommt natürlich einen viel höheren Rabatt. Kleine Buchhandlung an der Ecke kann das natürlich nicht. Aber im Verkauf kosten diese beiden Bücher immer gleich. Und das ist der Grund, warum wir so viele Buchhandlungen in Deutschland haben. Das ist der Grund, warum wir so viele Verlage haben und letztendlich, warum es auch so viele Autorinnen und Autoren gibt, die dann für diese Verlage schreiben und auch davon leben können. Jetzt könnte man sagen, naja, eine verrückte Idee, deswegen sind die Bücher bei uns teuer. Stimmt aber nicht. Bei uns sind die Bücher nämlich billiger als in den Vereinigten Staaten von Amerika, die keine Buchpreisbindung haben. Das heißt, es lohnt sich sogar für den Verbraucher. Aber das, so etwas wie die Buchpreisbindung, das ist nichts anderes als ein Handelshemmnis. Ein Handelshemmnis, was wir wollen, was wir, wenn Sie so wollen, künstlich geschaffen haben. Und wir wollen, dass dieses Handelshemmnis bestehen bleibt, damit es eben diese vielen Buchhandlungen gibt. Aber TTIP versucht, alle Handelshemmnisse abzuschaffen. Und die wollen eben auch, dass diese Buchpreisbindung abgeschafft wird, damit ein solches Unternehmen wie Amazon natürlich mit dann besseren Marktbedingungen eben auf dem europäischen Markt noch mehr Fuß fassen kann, als es jetzt schon Fuß gefasst hat. Und das wird die kleinen Buchhandlungen am Ort umbringen. Verlag, aber auch mit den Unternehmensberatungen mehr. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass die in ihrem letzten Geschäftsbericht geschrieben haben, sie wollen unheimlich in den Bereich Bildung investieren. Was kann das bedeuten? Wäre TTIP auch ein Angriff auf unser Schulwesen, auf unsere öffentlichen Universitäten? Also ich finde das Beispiel, das ist mal deshalb so wichtig, weil wir dürfen nicht glauben, dass die Täter von TTIP alle in den Vereinigten Staaten von Amerika sitzen würden. Das stimmt nämlich überhaupt nicht, sondern die sitzen genauso auch bei uns. Bertelsmann gehört zu denen, die ein großes Interesse haben, dass eben diese Handelsschranken fallen. Und die haben einen ganz perfiden Weg auch eingeschlagen, weil sie haben einmal das Unternehmen Bertelsmann, das versucht eben im Medien- und Bildungsmarkt immer stärker Fuß zu fassen, und zwar weltweit. Und dann haben sie sich noch eine Stiftung gegründet, nämlich die Bertelsmann-Stiftung, die dann letztendlich die Gutachten vorlegt, warum das für uns alle so toll ist, wenn es TTIP gibt. Das heißt, das hängt damit zusammen. Wenn im Bildungsbereich bedeutet es nichts anderes, dass auch im Bildungsbereich dort, wo es eine kommerzielle Alternative geben könnte, die Handelsschranken fallen müssen. Und Handelsschranken sind zum Beispiel auch alle Subventionierungen. Alle Subventionierungen, die wir haben im Bildung- und Kulturbereich, das heißt, dass wir bestimmte Bereiche finanzieren, sind für diejenigen, die auf diesen Markt gehen wollen, um dort kommerziell erfolgreich zu sein, natürlich Handelshemmnisse. Und deswegen verlangen sie, dass diese Handelshemmnisse abgebaut werden. Das gilt für die Hochschulen. Das heißt, Gleichstellungen von privaten Hochschulen mit öffentlichen Hochschulen, das würde letztendlich TTIP in der Endausbaustufe bedeuten. Das bedeutet Abschaffung der Filmförderung, wie wir sie in Europa haben. Nichts gegen den Hollywood-Film, aber ich finde es ganz spannend, wenn wir auch noch mal den ein oder anderen europäischen Film uns anschauen können. Das können wir aber nur, wenn wir diesen Film unterstützen. Das ist aber ein Handelshemmnis. Eindeutig.
deswegen soll ich abgeschafft werden. Und es geht sogar so weit, dass eben auch unsere Kulturförderung ein Handelshemmnis sein kann. Also wenn ich ein Theater, ein soziokulturelles Zentrum, wenn ich eine Bibliothek fördere, dann baue ich letztendlich ein Handelshemmnis auf, sobald jemand kommerziell in diesen Bereich hineingehen will und sagt, ich möchte damit Geld verdienen, dann muss er entweder in der Zukunft gleich behandelt werden, das heißt, entweder er bekommt dieselben Mittel zur Verfügung gestellt, oder alle kriegen gar keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt, was natürlich den Tod dieser Einrichtung bedeuten würde. Oder, das wurde ja eben, fand ich ja sehr richtig, sehr gut ja auch schon ausgeführt, wir haben ja dieses Investitionsschutzabkommen, was gleichzeitig mit diesem TTIP verhandelt wird. Das würde dann eben bedeuten, wenn wir diese Handelsbarriere nicht abbauen, einmal bei dem Beispiel Amazon, da kann man das vielleicht schön sehen, also wenn wir sagen, wir bleiben bei der Buchpreisbindung, dann wird genau das passieren, was eben berichtet worden ist. Dann kann so ein Unternehmen wie Amazon gegen die Bundesrepublik Deutschland klagen, und zwar auf entgangenen Gewinn, weil wir die Buchpreisbindung haben, weil sie nämlich sagen, würde es die Buchpreisbindung in Deutschland nicht geben, könnten wir viel mehr Gewinn machen, was nebenbei auch stimmt. Und dann möchten wir diesen entgangenen Gewinn quasi von den Steuerzahlern dieses Landes bezahlt bekommen. Bevor wir beide hier die Bühne räumen für bessere Wortakrobaten als wir sind. Noch eine Bemerkung. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Die kaputte Elite und ist von einem Benedikt Herles geschrieben. Und der schildert in diesem Buch, dass ein Großteil der Beamten in der EU-Kommission, in Ratingagenturen, die Leute, die in Unternehmensberatungen arbeiten, eigentlich alle von privaten Hochschulen kommt, und er beleuchtet, wie die Verhältnisse dort sind. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann hat man den Eindruck, dass die Leute die Wirtschaftspolitik mit Mathematik verwechseln und die in einem Hamsterrad durchgedreht werden an diesen Hochschulen, dass sie nie mehr richtig denken können. Und sie kriegen keine Ethik beigebracht und gar nichts, sodass man fast den Eindruck hat, hat Scientology jetzt schon eigene Hochschulen? Also ich kann nur bloß empfehlen, dieses Buch zu lesen, das ist fantastisch. Naja, ich glaube einfach, wir müssen schauen, dass wir natürlich eine Veränderung in den letzten Jahren haben. Leider ja nicht nur bei den privaten Hochschulen, weil da könnte man das ja vielleicht sogar noch verkraften, aber es sind eben auch die öffentlichen Hochschulen, die immer zielgerichteter ausbilden, die immer enger ausbilden. Aber eigentlich brauchen wir genau das Gegenteil. Wir brauchen also wieder die Breite, und ich hoffe sehr, dass wir da nochmal natürlich, klar, wenn ich sehr eng ausgebildet bin, wenn ich also quasi schon mit den Dollar- und Eurozeichen im Kopf ja mein Studium abschließe, dann kann ich möglicherweise auch leichter mit so einem Freihandelsabkommen leben. Und deswegen brauchen wir eben Leute, die jetzt auch aufstehen. Das ist so wichtig. Also die jetzt auch sagen, das lassen sie sich nicht gefallen, weil es nämlich nicht darum geht, ob irgendwie Handel getrieben wird, sondern es geht eigentlich um unsere Lebensart. Nämlich um die Frage, wie wollen wir eigentlich in diesem Land leben? Wollen wir verschiedene Kulturen haben? Wollen wir uns einfach austauschen können? Oder wollen wir letztendlich einer Einfalt unterliegen? Das ist letztendlich die Frage, die bei TTIP entschieden wird. Nur noch von Leuten besetzt werden, die an der gleichen Hochschule, privaten Hochschule studiert haben, wie die Leute, die die Einstellungsentscheidungen treffen. Ich glaube, was aber wirklich ein wichtiger Punkt nochmal ist, wir haben nämlich eine Diskussion, auch im Moment in der Politik. Zum Beispiel unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütter sagt, der Kultur- und Bildungsbereich soll aus den TTIP-Verhandlungen vollständig ausgenommen werden. Es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die sagen, naja, vielleicht ist das doch keine so gute Idee gewesen, über den Kulturbereich zu verhandeln. Und ich sage nur eines, was mir ganz wichtig ist. Selbst wenn am Schluss einer solchen Verhandlung, dafür müssen wir uns noch gemeinsam sehr anstrengen, der Kulturbereich doch ausgenommen werden sollte, ist dieses TTIP-Verhandlungsmarathon, was da läuft, etwas so unglaublich Undemokratisches, so unglaublich Gestriges, so unglaublich Ökonomisiertes, dass wir dem nicht zustimmen dürfen. Da bitte ich also auch alle aus dem Kulturbereich, sich nicht jetzt die
das Gehirn verbessern zu lassen. Nicht, wenn man irgendwie einen kleinen Kulturteil dann ausnimmt, wird aus diesem TTIP eben keine gute Veranstaltung, sondern es bleibt etwas, was wir gemeinsam machen. Sagen, wir sind mittendrin. Klasse. Und jetzt einen Riesenapplaus und machen wir blind.